Letzte Vorbereitungen, die ihr treffen könnt. Ja, ich würde mich natürlich in entsprechendem Ausmaße mit dem 4712 Xolosh Wasser einreiben. Ja, herausragende Vorbereitung. Frage an euch alle: Was mögt ihr mitführen, außer eurer Kleidung, an Gegenständen? Mendarion. Wenn Mendarion mit seinem Elfenbogen auf dem Rücken zur Tür raus will, erklärt ihm jemand, dass das eine doofe Idee ist? Nein. Mach das nicht. Nein. In dem Fall schleift Mendarion eiskalt seinen Elfenbogen mit. Nimmst du dein Seeleninstrument mit? Natürlich. Das lasse ich immer, also lasse ich nirgendwo liegen. Warum sollte ich das tun? Gut. Hätte ja sein können. Mitnehmen, nicht mitnehmen. Gut. Was noch? Oder nimmst du den ganzen Rucksack mit? Nee, das erscheint mir sinnlos. Wir gehen ja nirgendwo hin. Ich habe irgendwie Isarol oder so noch 2 Dukaten geklaut. Nur für den Fall der Fälle. Du hast sie bestimmt gefragt und sie hat sie dir freiwillig gegeben. Es ist nicht elfisch, danach zu fragen. Er nimmt die einfach aus dem erstbesten Geldbeutel, den er rumliegen sieht. Dann klau sie Na habe gut. mir. Es ist egal, von denen die kommen. Ich glaube nicht, dass wir hier einzelne Dukaten Ich wollte gerade mitzählen. sagen. Nein. Und ansonsten halt seine Schafirmaske. Was soll das gewesen sein? Gut, habe mir. Nun ja, natürlich das Kostüm mit der Maske. Die Maske will ich natürlich erst aufziehen, wenn ich das Haus betrete des Balles. Ansonsten ist es, glaube ich, üblich, dass man trotzdem einen Waffengurt um hat, beziehungsweise als Magier kennt ihr mit einem Stab. Alles andere werde ich natürlich zu Hause lassen. Das macht keinen Sinn. Das heißt, du nimmst deinen Stab als Stab mit und nicht als Gürtel. Genau. Und mein Säbel als Säbelgehänge. Gut, du hattest eine Drachenmaske auf. Wie sieht Nein, dein. eine Eine Spinnenmaske. Spinnenmaske, genau. Und was hast du für eine Gewandung an? Nun ja, ich Ist denke. das eine Magierrobe oder Ich irgendwas? werde trotzdem als Magier erkennbar sein. Okay. Vielleicht noch ein paar eingestickte Intarsien. Spinnenweben, vielleicht so was zur Maske passen würde. Okay. Voltax. Ja, also ich habe, wie gesagt, hier die Apep-Maske. Wahrscheinlich dann eine Robe in rot-goldenem Brokat, passend zu der Schuppenfarbe. Darüber wahrscheinlich eine purpurne Schärpe. Und ich würde natürlich meinen Vulkanglasdolch mitnehmen, den würde ich allerdings verborgen tragen unter dem Gewand. Das Gewand ist ja nicht besonders körperbetont, da wird das dann schon irgendwie funktionieren. Gut. Ansonsten nehme ich nichts weiter mit. Also den Bernsteindolch willst du auch nicht mitnehmen. Den nehme ich nicht mit, genau. Okay, gut. Ansonsten nicht bewaffnet, nur mit deinen Zaubern. Genau. Isarun. Ich nehme natürlich meinen Magierstab mit als Zeichen meiner Gildenmagierwürde. Und darüber, also über meinem Kostüm mit der Drachenmaske und dem schicken Kleid in Blau und Gold, trage ich dann meinen Reisegewand. Das ist halt so ein Umhang, der bestickt ist. Ich denke, ich werde mein Schwert und so da lassen und meine Rüstung auch. Ich würde dann noch ein bisschen Alchemika mitnehmen für den Fall der Fälle, Zauberkreide, Heiltrank und ein Gardianum-Artefakt. Gehört das dann zu deinem Kostüm, diese Heiltränke? Oder sind die verborgen? Die würde ich gerne verborgen lassen, beziehungsweise dann, also wenn sich das irgendwie ins Kostüm integrieren lässt, so als Gürteltasche oder unter, weiß nicht, wenn an der Rückenschnürung so eine riesige Schleife befestigt ist, so darunter verborgen vielleicht. Also du könntest natürlich dann, wenn du sie ins Kostüm integrieren willst, kannst du sie umfüllen von einem Zaubertrank oder Heiltrankfläschchen in einen Weinpokal, den du dann verschließt oder sowas, oder du kannst sie anders beschriften, so nach dem Motto roter Dorn oder irgendwie irgendeine andere Weinbezeichnung oder irgendwie ein Weißwein aus Winsalt oder so. Kannst du Ja, natürlich beliebig beschriften. vielleicht dann einfach nur eine besonders dekorative Fiole, irgendwie mit so Metall und irgendwie Verzierungen darauf. Und dann die Beschriftung nicht mehr Heiltrank oder Zaubertrank, sondern Ja, gar keine gar Beschriftung keine. drauf. Ich weiß ja, was da drauf ist. Vielleicht unterschiedlich farbige Stopfen und so. Ja. Und das war's. Wenn du dein Reisegewand ablegst, bist du noch als Magierin zu erkennen? Wenn ich den Stab in der Hand habe, ja. Und ansonsten,
kann ich es vielleicht so gemacht haben, dass ich beim Kostümbestellen gesagt habe, dass ich gerne magische Symbole eingestickt haben möchte. Und dann würde auch dieser Anforderung Genüge getragen sein. Ja, gut. Was würde Fosslerin nun denken? Kiaras, Waffe und Aussehen. Ja, vom Aussehen her trage ich so eine Mischung aus etwas Alanfanischem und etwas örtlicherem, wie ein leicht bekleideter Fechtmeister, schön mit offenem Hemd, dass man meine rayanische Tätowierung sehen kann, die natürlich alles andere so ziemlich überleuchtet mit sehr hellen Farben. Das ganze Gewand ist in Schwarz mit goldenen Intarsien. Wie heißen das? Runen. Goldenen Rändern und Verzierungen. In der Brusttasche eine purpurne Rose. Und natürlich die goldschwarze Drachenmaske auch. Und beide meine Rapiere auf der linken Seite in den hübsch verzierten magischen Schwertscheiden, die ich habe. Okay. Rafim, eine schwarze, ist es eine Magierrobe oder? Es ist einfach eine riesige schwarze Robe, unter der ich meine Rüstung tragen würde. Okay, ja. Und dann hätte ich meine Waffe natürlich auf dem Rücken. Ich hätte zwei Schlagringe an der Hände, nicht dass einer frech wird. Und eine Elefantenmaske auf. Also du siehst tatsächlich aus wie ein dicker, schwarzer Elefant. Ja, das ist mein Ziel. Welche Waffen hast du mit? Nur deine Schlagringe? Meine Schlagringe und ich habe eine Bohrensichel auf dem Rücken. Die ist schwierig zu verstecken. Ich wollte gerade sagen, also die kannst du nicht offen tragen. Also die auf dem Rücken. Ja, okay, genau, das ist jetzt gut. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Die Haare von der Ziege, von dem Pinsel, von meinem Parfüm. Haben die gleiche Farbe wie mein Bart? Wenn du möchtest, ja. Dann würde ich mir noch ein Stückchen, also ein Teil davon abschneiden und in meinem Bart verstauen. Ja, okay, interessant. Ich weiß noch nicht genau, wohin das führt, aber ja. Dann... Was mir noch einfällt, wenn dieses Gewand irgendwelche Art von Taschen hat, habe ich natürlich meinen gesamten fertig bemalten Satz Figuren nach dem Motto Elfensippe in meinen Taschen und zeige die jedem, der es nicht wissen will. Gut. Ja, sehr, sehr schön. Das heißt, du bist ich habe natürlich auch meine ganzen heiligen Symbole und Gegenstände irgendwo in meinen Taschen und Gewändern versteckt. Okay. Voltax, hast du die Edelsteinfrisur aus Zorgan? Ja, natürlich. Von wem lässt du dich frisieren? Na, ich würde sagen, wer sich am besten mit Körperkult hier auskennt. Kiaras natürlich. Aber natürlich, mache ich das gerne. Womit möchtest du mir die Probe geben? Natürlich. Oder was Hauswirtschaft. Ist das? Ah, Moment, was hatte ich nochmal für... Aufbrezeln. Ich glaube, du hattest eine Spezialisierung, ne? Sich verkleiden war irgendwie... Das war das sich aufbrezeln, Junge. Sich verkleiden. Gar nicht so viel. Ah, schlecht gewürfelt. Möchtest du ein Chippy ausgeben für Boltax Haare? Ach, komm, natürlich. Was? Nein! Boltax, möchtest du ein Chippy ausgeben für deine Haare? Nein, meine Haare... Darf ich einen Chip für Montagshaare ausgeben? Ich mein's ernst. Ja, gut, wenn du willst. Würde ich sogar zulassen. Eigentlich dann werden Chippies nicht getauscht, aber... Aber dann komme ich mit und helfe beim Binden. Ja, ist in Ordnung. Willst du die 17 neu würfeln oder alles? Ach komm, nehmen wir das ganze Ding. Wenn schon, denn schon. Was sagst du, alles oder einen? Ich sag das ganze Ding. Okay. Ist der Warze. Mit Ansage! Okay, kein Patzer, aber immer. Ah, schade. Na gut. Dann kann, Boltax hatte sich ja das Buch aus der Zorganer Bibliothek mitgenommen und kann dann Kiara so ein bisschen Anweisung geben. Mendarion versucht auch so ein paar Edelsteine einzuflechten und am Ende siehst du aus wie ein alt nevachotischer, zwergischer Herrscher. Oh, das gefällt mir. Ist das nicht hübsch? Oh, ihr könnt das wirklich fantastisch. Ja, das ist das erste Mal, dass ich mit einem solch gloriosen Bart arbeite. Da brauche ich noch ein wenig Übung, aber ich bin zufrieden. Du kannst so viel üben, wie du möchtest. Bestellt ihr euch eine Kutsche oder geht ihr zu Fuß? Halbe Stunde zu Fuß, während's. Kutsche. Ich weiß nicht, wie Kutschen funktionieren, also nein.
Aber mir hat natürlich am frühen Morgen schon Bescheid gesagt und hat sich eine Kutsche auf den Hügel bringen lassen, sodass ihr dann eben auch aufbrechen könntet. Diese Runde wird zur 19. Stunde abgeholt. Das heißt, Asavo wird dann aussteigen aus der Kutsche, wird dann bei euch klopfen und um Punkt 19 Uhr zur 19. Stunde dann Isarun aus eurem Palazzo herausbitten. Euch eine prächtige grüne Kutsche, die euch dann in Empfang nimmt. Wer macht denn auf, wenn er klopft? Weil wir wissen ja davon nichts. Es klopft an der Tür. Erwartet Isarun nicht abgeholt zu werden? Schaut die ganze Zeit aus dem Fenster. Natürlich gucke ich aus dem Fenster. Aber ihr könnt ja mitgucken. Vielleicht denkt ihr, es gibt irgendwas umsonst. Na, seht mal, da steht ein grüner Mann. Ich setze mein Geld darauf, da will uns wieder jemand was verkaufen. Ich mach mal auf und nehme den Laden. Nein, das ist seine Gnaden. Ach so. Das ist nicht Karino, der steht also hier vorne. Also ihr dürft natürlich aufmachen. Gut. Ja, was denn? Nicht zu spät nach Hause. Natürlich nicht. Sag mal, was denkt ihr von mir? Ich denke dir zu. Ich gehe zur Tür und mach auf. Hallo. Ah, Herr Groschow, ihr seht vorzüglich aus. Wie ein nebachotischer Herrscher. Oh, ihr habt's erkannt, das freut mich zu hören. Ja, und wie ich erst rieche. Ja, man riecht es. 4712 Xoldosh Wasser. Ja. Und was macht ihr denn hier? Ich wollte die Mager von Spurgelsen abholen. Ich bin mit ihr verabredet. Wunderbar, das ist ja schön. Habt ihr euch auch um ein Parfüm gekümmert? Ja, selbstverständlich. Oh, sehr gut. Ansonsten hätte ich euch gerne noch etwas abgegeben. Ich meine, ich habe noch etwas übrig. Und man möchte ja gut riechen, wenn man eine so feine Dame abholt, nicht wahr? Ja, schon. Allerdings glaube ich, dass an Menschen dieser Schmiedegeruch nicht ganz so sehr vorzüglich duftet wie an einem Angorsho. Ja, diese Pilzsporen und dieser Duft nach Stollen, das ist schon etwas ganz Eigenes. Da habt ihr vollkommen recht. Ach ja, ich hole Isarun mal. Einen Moment bitte. Isarun, deine Verabredung ist da. Ja, das sagte ich doch bereits. Ihr wart aber nicht irgendwie garstig zu ihm, oder? Sieht bezaubernd aus. Ich habe ihm ein bisschen Duftwasser angeboten, weil er doch etwas fad riecht, aber er wollte ja nicht. Ja, riech doch mal. Das ist sehr unhöflich, das zu sagen, Boltax. Vielen Dank, Ihre Gnaden. Wollen wir? Ja, sehr gerne. Oder wollt ihr euch noch mit meinen Begleitern unterhalten? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sehen wir uns das gleich auf dem Maskenball. Ja, das ist richtig. Ich habe eure Kutsche zumindest schon eine halbe Straße weiter gesehen. Sehr gut. Gut zu wissen. Dann wollen wir unsere Kutsche doch nicht warten lassen. Dann bis gleich. Die Flasche mit den Parfümen nochmal raus, zwinker dem Geweihten zu, ganz auffällig, und steck sie dann in meine Tasche. Okay. Er bietet dann Isarun die Hand an, damit man die Treppen gemeinsam hinuntergehen kann und sie nicht fällt. Und nimmst du sie an? Ja, natürlich hake ich mich unter. Ja, gut. Er erinnert dich tatsächlich auch so ein bisschen an seinen... Du hast die Verwandtschaftsverhältnisse noch nicht ganz geklärt, aber er erinnert dich tatsächlich an den alten Yitzcock in Gareth. Wenn ihr da jetzt so gemeinsam Arm in Arm hinunterspaziert, damals natürlich auch im Park, jetzt sind es nur die wenigen Stufen, aber ja, direkt davor dann die grüne Kutsche, tatsächlich dann wohl von den Drakonitern gestellt, also viele Symbole mit Schlangenornamenten darauf und so könnt ihr dann die Kutsche betreten. Ah, so geht sie dahin. Sie werden ja so schnell erwachsen. Wo geht sie denn hin? Geht sie nicht auch zu dem Ball? Exakt, mit einem anderen. Ja, da sollten wir uns für sie freuen. Während die Kutsche wegrumpelt, könnt ihr sehen, wie eine zweite vorführt. In der Zwischen, ich würde gerne vorher noch einen Zauber wirken. Und zwar den Weihrauch-Wolke-Wohlgeruch. Nicey Magot. Und das ist auch noch ein Attributo Charisma zaubern. Ja, ich lasse mir viel Zeit erstmal für den Weihrauch-Wolke. Hat Mendarion auch vielleicht noch so einen Zauber? Ja, aber warum sollte er? Weiß ich nicht, weil es natürlich ist. Ich wollte Mendarion gerade was von meinem Parfüm anbieten. Wir sind verkleidet. Wir wollen also, wie wir selbst sind, verbergen. Warum sollten wir uns selbst dann besser aussehen lassen wollen, wenn wir sowieso verkleidet sind, denkt er sich jetzt. Okay, ja, kein Problem.
Mendarion, wollt ihr auch etwas von dem Parfüm? Es würde euch sicherlich gut zu Gemüte stehen. Ein wenig davon gelernt, was Boltax als gut empfindet, riecht Mendarion ganz, ganz vorsichtig hin. Oh, riecht ihr diese Pilzsporen? Schüttelt dann stumm den Kopf. Dann gut, mehr für mich selbst schuld. Ich würde es auch Rafim und Kiaras anbieten, aber Kiaras hat ja sein eigenes Parfüm und ich glaube, Rafim macht sich nichts daraus. Oder? Nein, nein, ich habe schon die Innenseite meiner Maske mit Blut bestrichen, damit ich einen gewissen blutigen Geruch von mir gebe. Auch nicht schlecht. Das macht sicherlich viel her bei den... Ja, ich weiß nicht, bei wem das viel her macht, aber gut. Ich finde, das ist ein sehr angenehmer Geruch. Ich verlasse mich weiter auf Rosenwasser. Ja, das hat einfach nicht den gleichen Anspruch. Aber gut. Aber wir wollen wir diesen Monat noch in diese Kutsche einsteigen oder nicht? Eine Sekunde noch. Ich wirke den zweiten Attribut Chaos hinterher. Ja. Wie lange hält der? Der hält genau eine Stunde mit verlängerter Zauberdauer. Das heißt für den Empfang. Genau. Und ich rufe dabei Maggot Cream Eto Wash. Und mein Charisma steigt jetzt um 4 Punkte. Ja, dann bist du von Charisma 15 auf 19. Oh, exakt. Wow. Wow. Respekt, mein Junge. So könnt auch ihr in die Kutsche einsteigen und werdet nur kurze Zeit nach Isarun und Asavo Yitzkok eintreffen. Es ist eine große Hacienda, also auf einem Berg gelegen, eine große Anlage, die sich wohl um die Pferdeaufzucht kümmert, was vielleicht dann auch gerade Kiaras freuen dürfte, die großen almadanischen Pferde, die dann hier auch in das ganze Land verkauft werden. Es ist nur dieses Haus oder dieser Palazzo, diese Villa ist nur ein Teil des größeren Anwesens. Überall herum gibt es viele verschiedene Ställe oder Anlagen für Bediensteten. Alles, wie gesagt, in einer sanften Hügellandschaft eingebettet, von einem lichten Hain umgeben. Ihr könnt auch das ein oder andere dann in der untergehenden Sonne erkennen an Weinhügeln, die hier wohl auch noch sich um die Hügel herum schmiegen und eingefasst das Ganze dann von einer sehr niedrigen Bruchsteinmauer. Werdet dann durch ein eisernes Portal gelassen und könnt dann auch sehen, wie andere Kutschen, aber eben auch andere Pferde dann hier gerade nicht geparkt werden, aber vorgefahren sind, Gäste aussteigen, teilweise andere Adlige, die ihr dann erkennen könnt. Es wird wohl auch gemurmelt von dem Bürgermeister, der wohl auch schon vor 10 Minuten angekommen ist. Es sind wohl auch Vertreter der Kaiserkrone aus Gareth anwesend, andere dann aus Almada, aus Kuslik, aus Winsalt. Es haben sich dann wohl auch die verschiedensten Leute der Horasloge aus Neta eingefunden. Also von überall her sind sie gekommen. Einige Leute, Bedienstete aus Fasar, ihr könnt wohl auch schon einige Novadis erkennen, die dann hier mit ihren Elefanten auch vorgeritten sind, die dann besonders begutachtet werden. Einige Kamele, die in den Ställen angebunden sind. Und während ihr dann an einem großen Fischteich herumsteht und dann darauf wartet, eingelassen zu werden, könnt ihr dann den Rest dieser Hacienda begutachten. Das Hauptgebäude wurde wohl im Laufe der Jahre stetig erweitert, renoviert. Da kann man dann wohl die Anbauten erkennen. Vor allem Abelmir kann das dann zuordnen. Und dann werdet ihr nach einem kleinen Häppchen, was euch dann gereicht worden ist, oder auch einem ersten Empfangswein, konntet ihr dann eine Treppe nach oben steigen und dann über eine Wandelhalle, die dann überdacht ist, dann an livrierten Dienern vorbeigehen. Eure Einladung wird überprüft. Isarun kann erkennen, dass Asavo wohl eine gänzlich andere Einladung hat als Kiaras, denn seine ist beschriftet mit Iro Gnaden, Asavo Yitzkok vom See, Titel. Sämtliche Titel sind eingetragen und da steht auch nichts von irgendwelchen Schneidern, die da ausgeschrieben worden sind oder irgendwelchen anderen Codewörtern. Also es gibt nichts, was darauf hinweist. Es gibt auch kein Siegel der Horasloge darauf. Es ist zwar hier überall zu sehen, dass die Horasloge lädt, aber ansonsten gänzlich anders. Ihr könnt dann an den großen Wachräumen vorbei, gibt einen prüfenden Blick, auch dann vor allem auf den Waffen.
Und auch Rafim wird dann hier kurz stehen gelassen, während die anderen dann durch ein großes doppelflügeliges Portal in die erste Empfangshalle treten können. Raum ist dann mit Steinplatten ausgelegt, kunstvolle Muster, die dann hier am Boden oder eben auch an der Decke dann angebracht worden sind, mit verschiedenen farbigen Steinen. Teilweise zeigen sie Pferde, den Wein, irgendwelche künstlerische Darstellungen von Raya. Eine schlichte Eleganz, die dann hier den Besucher beeindruckt, wenn ihr dann hier von Diener des Hauses empfangen werdet und dann mit gekühlten Getränken und kleinen Häppchen weiter versorgt werdet. Währenddessen wird, wie gesagt, unser Elefantenmensch abgefangen. Verzeiht mir, mein Herr, auch wenn ihr ein Leibwächter seid, so möchten wir euch bitten, dass ihr eure große Waffe doch bitte ablegt. Sie wird euch natürlich wiedergegeben. Allerdings werdet ihr nicht brauchen. Wir werden den gesamten Abend für die Sicherheit von euch und auch von eurem Herrn sorgen. Ich schaue mir den Mann mal an. Was ist das für einer? Du würdest sagen, er ist aus dem Süden, zumindest südlicher von Punin. Vielleicht, da brauche ich mal. Immer mal eine Geografieprobe. Ja. Also er ist auf alle Fälle dunkel, er ist tätowiert, teilweise auch Tätowierung im Gesicht. Kommt aus einer Kriegerkultur. Spricht aber sehr fließend Gareti. Kannst auch auf was anderes ableiten, wenn du mir was anbietest. Boah, was ist denn mit Leute herkommen? Sonst leite mal ab auf Klugheit. Würfel mal auf Klugheit. Ja, du kannst da ja heute erst gesteigert. Punkte. 8 Punkte übrig. Du hast die Krieger schon von ihnen gehört, aber noch nie gesehen. Das wird wohl ein Ferkiner sein. Also stattliche Krieger des Blutes. Er kann euch sicherlich beschützen. Er kann Kiaras aber auch den Tod bringen. Du siehst da, also du hast nicht das Gefühl, dass von ihm irgendeine Gefahr ausgeht. Also er ist sehr höflich und du hast auch das Gefühl, dass du deine Waffe wieder siehst. Ich muss sagen, an der Stelle, ohne euch unhöflich unterbrechen zu wollen. Nein. Aber ich danke für eure Interesse. Dann kann ich euch leider nicht weiter vorlassen. Verzeiht mir. Das ist mehr als bedauerlich. Er nickt und würde dir dann mit seinem ausgestreckten Arm wieder den Ausgang weisen. Ja, ich würde einfach stehen bleiben. Also ich würde mich an die Seite stellen. Solange du nicht im Weg stehst, ist das okay. Ja. Ja. Aus dem Inneren gibt es schon Musik zu hören. Also ist da wohl auch eine etwas größere Bühne aufgebaut, auf der dann Leute spielen. Über euch könnt ihr dann auch sehen, wie da wohl eine Galerie zu sehen ist. Da oben auf der Galerie eigentlich gar keine Person. All diejenigen, die ihr findet an Adel, befinden sich alle hier im Erdgeschoss, die sich hier dicht und dicht drängen und dann versuchen, dem Gewühl so ein bisschen dass sie das hier nicht im Weg stehen. So kleine Grüppchen, die sich gebildet haben. Ihr könnt immer wieder so ein helles Lachen von irgendeiner Frau hören, die dann wohl über irgendeinen Witz von einem Mann gelacht hat, der nicht lustig war. Ja, das typische Treiben auf einem Ball, auf einem Maskenball. Es gibt viele verschiedene Masken, vor allem auch Götter. Wohl aktuell in Mode ist tatsächlich Rondra, also viele Rondra-Masken. Liegt vielleicht auch am Monat, es gibt auch viele Raya-Masken. Das liegt wohl daran, dass es eine Hacienda ist mit vielen Pferden. Und die Stimmung ist gut. Wie genau sehen diese Rondra- und Raya-Masken aus? Bilden ein Gesicht ab, nehme ich an. Sie bilden ein Gesicht ab, ja. Und sind die eher realistisch gehalten oder sind das ganz platte Dinge? Sie sind, was heißt realistisch? Also man könnte sie vielleicht erkennen aufgrund der verschiedenen Tempelstatuen. Einige von denen sind so ein bisschen realitätsnah, andere wiederum nur angedeutet und vielleicht auch in Schwarz-Weiß gehalten oder so etwas. Oder sehr kantig, sehr eckig, sodass sie dann vielleicht in eine ganz andere Kunstrichtung abdrehen. Also die unterscheiden sich schon, sagen wir mal, deutlich genug voneinander, um Leute zu erkennen. Ja, okay, doch, danke. Ja, so könnt ihr dann, wie gesagt, ohne Rafim im Empfangssalon ankommen. Gibt ja schicke Sitzmöbel, wo man komfortabel dann auch Ruhe finden kann. Die ersten Gäste sitzen wohl auch schon auf
sind das diese Sitzsäcke, ja. Tatsächlich 3-4 Novadis, die dann hier auch sitzen. Die Elefanten dazu hattet ihr ja schon gesehen, beziehungsweise die Kamele. Und die haben sich da wohl auch schon die ersten Wasserpfeifen angezündet. Und es riecht so ein bisschen nach, ja, vielleicht Chiriacha oder sowas. Also irgendein Kaktus, der dann hier das Ganze in einen angenehmen, süßlichen Drogensumpf taucht. Die Wachen scheint das nicht zu kümmern. Ihr könnt wohl auch einige Leute erkennen, die sich schon ihre Kleider entledigt haben und jetzt gerade mit großen Handtüchern und ihrer Maske in Richtung eines bosporanischen Bades gehen, also was da auch wohl aufgebaut ist. Ihr könnt ein großes Buffet erkennen, wo sich wohl auch schon einige Gäste dann gütig tun, vor allem die etwas dickeren unter denen. Und ja, so könnt ihr euch umsehen. Ja, Ras? Ja. Oh, da bist du. Wo ist Raphim hin? Ich sehe deinen Elefanten nicht mehr. Er ist am Eingang geblieben. Warum? Wer wird auf alles aufpassen? Von draußen? Ich denke, er wird sich einen guten Platz finden suchen, wo er alles im Blick hat. Nun gut. Das solltest du vielleicht auch tun. Alles im Blick behalten, beobachten, lernen. Vielleicht findest du dann heraus, wie man sich in menschlicher Gesellschaft verhält. Oh ja, das ist eine gute Idee. Bendarion, wir gehen an die Bar. Nun, dieser Elf hat heute von Wein gesprochen. Vielleicht gehen wir doch einmal hin. Ja, sehr schön. Ja, ich würde weiterreden. Ja, ich würde mit Mendarion dann an die Bar. Ja, großer, langer Tresen, an dem dann auch mehrere Leute stehen. Es handelt sich diesmal nicht um Novadis oder Ferkiner, sondern um Halbelfen, die dahinter stehen und euch dann zunicken, während sie gerade in einem großen Glas, Buntglasbecher mit einem Lappen drin putzen und euch dann ansehen. An Baladin, meine Freunde, wie können wir euch helfen? Was bekommt ihr? Nun, ich hätte gerne ein gutes Bier und für meinen Freund, er möchte einmal Wein ausprobieren, nicht wahr? Hättet ihr vielleicht etwas, was angenehm für das erste Mal ist? Eine belebende und süße Note. Einen Eiswein, schaut er euch an. Ja. Der ist sehr süß und man schmeckt den Alkohol eigentlich gar nicht. Eis? Das nehmen wir. Die Jahreszeit? Woher? Ja. Eis und Wasser stehen sich elementar doch besonders nah. Und Wasser ist ja sehr viel im Wein, wisst ihr doch. Alles gut. Du siehst, wie der Halbelf dir zunickt, lächelt, tut so, als ob er verstanden hätte, aber du siehst wohl, dass er nicht verstanden hat, aber einfach nur lieb und nett und freundlich sein will. Während er dann eine Flasche aus dem hinteren Regal holt, sie einmal entkorkt und dann eine weiße, klare Flüssigkeit in zwei Becher gießt und sie dann euch rüberstellt.